Heute bin ich zu Gast bei dem Töpfer Martin Englert, der von sich behauptet, ein Mann der Extreme zu sein. Zum einen töpferst du ganz kontrolliert Porzellanschalen, die du dann in tagelanger Feinsarbeit bemalst. Zum anderen brennst du Bonsaischalen in schwer kontrolliertem Holzbrandofen. Wie kam es dazu? Ja, das war, wo die Liebe so hinfällt. Wenn ich jetzt ganz normal nur Schalen im Elektrobrand machen würde, dann würde mich das, glaube ich, langweilen. Mich hat von vornherein bin ich zum Töpfern gekommen über den Holzbrand, über eine Freundin, die das in Japan, die ein Jahr in Japan war und das da gelernt hat, bei einem Meister in Bizen, wo diese wirklich großen Anagama- und Mehrkammeröfen, Noborigama-Öfen stehen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir dann irgendwann selber einen Ofen gebaut habe. Und da kommt eben jedes Stück individuell raus. Das Feuer spielt immer eine große Rolle. Manche Sachen sind nicht kalkulierbar. Aber es gibt so viele Techniken und Möglichkeiten, da auch mitzugestalten, mit dem Feuer zusammen. Das fasziniert mich bis heute wie am ersten Tag. Und das andere Extrem ist eben Porzellan, ganz kontrolliert, das absolute Gegenteil. Ich fand das immer toll anzugucken. Ich selber sammle sowas eigentlich nicht, aber das Machen ist hochspannend und meine zweite Leidenschaft. Also diese beiden Extreme, ganz akkurat, ganz, aber in jedem Fall immer total individuell, Einzelstücke, nie eine Sache zweimal machen. Das ist das Wichtige. Das ist ja dann auch ein richtiges Geduldsspiel mit dem Bemalen. Warst du künstlerisch schon so bewandert, dass du sagst, das habe ich hinbekommen mit den, du hast ja Rundungen, du hast Bogen drin? Ja, also eigentlich komme ich nicht vom Malen. Ich bin eigentlich Musiker. Mein Vater war zwar Maler und ich weiß nicht, ob man das vererbt oder ob das, keine Ahnung, aber wenn ich zum Beispiel irgendwie irgendwas notiert habe oder was, ich war immer, habe immer so kleine Scribbles gemacht und aber nie sonderlich Wert auf Akkuratesse gelegt. Und als ich angefangen habe mit Porzellan, war das eigentlich wirklich der Startpunkt, wo ich zum ersten Mal richtig gemalt habe. Und mich haben diese japanischen Sachen halt fasziniert, diese Wellen, diese auch grafischen Elemente und die Landschaften, damit habe ich angefangen. Und was ich toll fand, war, dass eben in diesen japanischen Holzschnitten also eine Vereinfachung stattfindet, die man auf Porzellan gut malen kann. Ne, weil man kann schlechten Ölgemälde auf, das ist eine andere Maltechnik. Mich reizte diese Federzeichnung, monochrom in weiten Teilen. Und nur ein paar Striche für ein Gesicht und ein paar Striche für einen Baum und ein paar Striche für ein Haus. Und so ist das eigentlich entstanden. Von den Motiven, die du drauf zeichnest, hast du da oder ein Bild, wo du das reproduzierst oder kommt das ganz aus dem Mund? Nee, es gibt schon Sachen, die mich fasziniert haben. Zum Beispiel gibt es ja aus der frühen Holzschnittzeit gibt es viele Personendarstellungen von Kämpfern. Ich stehe jetzt zum Beispiel mehr auf Geisha, also auf weibliche Darstellungen, weil ich dieses Martialische von Ninja-artige Sachen mit Bonsai nicht verbinde. Ich finde eher, das ist was Schöngeistiges, was Betrachtendes. Deshalb passen da für mich solche Damen wie das hier zum Beispiel besser zu. Und dann sieht man irgendwo wieder, dass auf japanischem Porzellan zum Beispiel die Blätter auf eine bestimmte Art gemalt sind, ganz luftig. Das greift man dann mal auf. Also ich arbeite schon auch mit Sachen, die mich beeinflussen. Aber wenn ich dann so eine Schale entwerfe, ist das eigentlich ganz frei und ich entwerfe die auf der Schale selber. Weil wenn man das zweidimensional versucht, sich vorzustellen vorher, macht das wenig Sinn, weil man muss es eben mit den Proportionen und so weiter immer auf dem Objekt entwerfen, was auch die Wölbung hat, was die Form hat. Das beeinflusst sich ja alles. Also das heißt, du planst die Schale aber schon vorher. Du weißt, wenn du die Schale töpferst, weißt du schon, was für ein Motiv ungefähr drauf kommt. Ja, das hängt ein bisschen davon ab. Also wenn ich jetzt Schalen drehe, drehe ich manchmal auch einfach so vor mich hin und entscheide später, was ich drauf male. Bei diesen, zum Beispiel bei so einer achteckigen Schale weiß ich, ob ich zum Beispiel einzelne Fenster machen möchte mit Rahmen oder ob ich ein Rundummotiv machen will, das weiß ich dann schon. Und dementsprechend mache ich mir dann auch schon den Rohling dafür passend fertig. Ne?
Wo liegt der große Unterschied jetzt im Töpfern von Porzellanschalen und der anderen Keramik? Also bei normaler Keramik kann man sehr leicht Stücke ansetzen oder man kann verschiedene geschlagene Stücke aus Platten schneiden, verbinden. Das ist kein großes Problem, da gibt es auch keine... Er ist halt sehr plastisch, man kann ihn plastisch formen. Porzellan ist eher wie ein Radiergummi oder wie Knetgummi, was sich, wenn man es zusammentut, nicht verklebt oder verbindet, sondern man muss das mit Schlicker machen, man muss es aufrauen. Oft reißt es dann trotzdem. Es ist also in sich ein sehr viel weniger plastisches Material, was sehr, sehr, sehr viel mehr Sorgfalt erfordert beim Verarbeiten. Und dazu kommt, ich muss meine ganze Werkstatt immer putzen, ehe ich mit Porzellan anfange, weil ein Körnchen von dem anderen macht natürlich gleich einen Fleck. Also da muss man sehr peinlich genau das auf Sauberkeit achten, dass man da sich nicht irgendwelche Spots reinarbeitet. Ja. Ja, also es ist vom plastischen Gefühl her anders und es ist sehr viel schwerer, freie Formen damit zu machen. Das ist schon so. Ja. Ich arbeite jetzt, es gibt ja drei Arten von Bemalung für Porzellan. Nämlich zum einen eine Unterglasurbemalung, was man vom Zwiebelmuster kennt, von diesen kobaltblauen Sachen. Da wird wirklich auf den geschrühten Scherben gemalt. Und dann wird mit der Bemalung das tauchmäßig glasiert und dann gebrannt. Und diese Unterglasurmalerei mache ich nicht so gerne, weil das wird sehr grob, sehr diffundiert auch so ein bisschen in die Glasur rein. Das kennt man auch von diesem Blau, dass das eben immer so ein bisschen weich aussieht. Und dann gibt es die Möglichkeit der Aufglasurmalerei. Das Beispiel kann ich zum Beispiel hier zeigen. Das ist das Rot. Das ist ein japanisches Eisenrot, was ich auch aus Japan mitgebracht habe. Das wird nur bei 800 Grad gebrannt und wird eben auf die Glasur aufgemalt. Und man kann auch fühlen, dass es eben auf der Glasur aufliegt. So sind die meisten Schalen eigentlich gemacht. Und dann gibt es die Innenglasurmalerei. Das heißt, das ist zum Beispiel hier das Schwarz, womit man auch solche ganz feinen Dinge machen kann. Da wird die Glasur auch, wird's auch auf die Glasur gemalt, aber dann mit 1150 Grad etwa so gebrannt, dass die Glasur wieder schmilzt und die Farbe in die Glasur einsinkt. Und bei diesen Sachen ergibt sich eben eine Oberfläche, die wie Glas ist, wo du keine aufliegende Farbe mehr hast, weil es eingesunken ist. Und so eine Schale zum Beispiel, die auch noch Goldapplikationen hat, die wird dann viermal gebrannt oder sogar fünfmal gebrannt, weil zum einen muss sie geschrüht werden, dann muss sie den Glattbrand haben mit der Glasur, dann den Hochtemperatureinbrand für die Grundfarbe und dann den Niedrigtemperatureinbrand fürs Gold. Also geht sie viermal in den Ofen, kann viermal kaputt gehen. Und wenn sie nachher dann heile hier steht, dann stecken da ungefähr eine Woche Arbeit nur in einer Schale. Beim Holzbrand wiederum ist es ganz anders. Das ist ja sehr kontrolliert mit dem Porzellan. Hier hat man jetzt zum Beispiel einen Körper, den habe ich gebaut, aus einem sehr raffen Ton, sehr, sehr stark schamottiert. Der ist sehr gut für Holzbrand geeignet, weil er sich nicht verzieht. Ich dekoriere das dann, das ist keine Glasur, sondern es ist einfach nur aufgelöstes Porzellan in einer Wasserlösung, damit es ein bisschen mehr Farbe annimmt während des Brandes. Und unten setze ich die Füße mit ein bisschen Eisenoxid etwas dunkler ab, damit es eine gewisse Spannung gibt. Und so gehen sie dann in den Holzofen. Und wenn man sie dann wieder rausholt, sieht es dann so aus, zum Beispiel. Die ganze Farbgebung ist jetzt nicht durch Salz oder durch Glasur entstanden, sondern nur durch Asche und die Temperatur. Durch die Ofenatmosphäre. Da wird Sauerstoff entzogen, wird Asche drauf geschwemmt. Das Eisen wandelt sich um. Und hier sieht man zum Beispiel, das war die Seite, wo die Flamme draufschlägt, wo sich so viel Asche gesammelt hat, dass es sogar runterläuft. Das hat im Japanischen dann auch alles Namen. Das heißt dann Tränen. Und das kann man natürlich nicht zweimal so herstellen, sondern dadurch ist auch jede Schale einfach durch den Brand ein völliges individuelles Stück. Was man hier auch noch schön sieht, ist, dass wir mit Eiche brennen, weil dieser Farbton, dieses Ockerartige, ganz typisch ist für Eichenasche. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Buche verheizt oder eine Birke, wird das eher grünlich, Seladonartig. Und dieses Ockerfarbene, bei Fichte wäre es zum Beispiel einfach braun. Und dieses Ockerfarbene, was ich sehr mag, mattiert etwas und ist typisch für Eiche. In meinem kleineren Ofen, den wir nachher auch angucken, brenne ich auch mit Salz.
Salz heißt, man tut wirklich Kochsalz in kleine Gefäße, stellt sie mit in den Ofen und dadurch gibt es eine stärkere Glasurbildung, weil das Natrium als Flussmittel den Ton quasi mit anlöst und dadurch eine Glasurschicht bildet. Dann entstehen glänzendere Sachen. Das ist jetzt aus dem kleinen Ofen zum Beispiel. Und wenn kein Salz ist, wird es halt auch matter wie hier. Ne? Aber es, dieses extrem Glänzende kommt dann halt auch durch die Zugabe von Salz in einen Holzofen. Ja, interessant fand ich auch, wie du vorhin gesagt hast, mit dem Bau von dem Ofen. Es gibt zwar so kleine Anleitungen, hast du gesagt, die du in England geholt hast, aber im Prinzip musstest du dir ja doch alles selbst erarbeiten und dann zusammenbauen. Alleine die Besorgung von den Materialien, die du verwendet hast. Ja, also ich hatte das Glück, dass wir hier einen pyromanischen Schornsteinfeger haben, der mich nicht behindert, sondern eher unterstützt hat. Vielen Dank an ihn. Der selber auch alte Küchenöfen, Küchenmaschinen reparierte und so weiter. Und der hatte auch Connection zu einem Werk, was hier Schaumattsteine herstellt und hat da manchmal Restbestände kaufen können oder Ware, die etwas mehr verzogen war, was sich für den Industriebau dann nicht mehr eignete. Und dadurch habe ich dann so einen Pool von Steinen gesammelt über die Jahre, wo ich jetzt diesen neuen Ofen in Teilen mit habe bauen können. Den Rest musste ich halt zukaufen. Man zahlt dann trotzdem Lehrgeld, weil ich hatte dann meine normalen Ofenplatten drin. Die waren normalerweise bis 1340 Grad zugelassen. Beim ersten Brand hatten wir gleich dermaßen viel Erfolg mit dem Brennen, dass die alle geschmolzen sind und verbogen sind und so weiter. Und jetzt habe ich Platten aus einem Spezialporzellanwerk, was bis 1600 Grad das kann. Die haben aber wiederum den Nachteil, dass wenn sie thermisch nicht ganz gleichmäßig geheizt werden, dass sie dann brechen. Insofern habe ich jetzt auch mit dem neuen Ofen, bei jedem Brand zahle ich mein Lehrgeld und ich hoffe, dass ich jetzt nach 5-6 Brennen alles so weit habe, dass es reibungslos funktioniert. Wobei reibungslos immer beim Holzbrand immer so in Anführungszeichen steht. Es gibt immer Überraschungen und es ist auch sehr materialstrapazierend. Insofern, und bei meinem kleinen Ofen war es halt so, da waren die ersten 10 Brände wahrscheinlich schwierig, aber da war die Lernkurve da und inzwischen habe ich den irgendwie über 60 Mal gebrannt und dadurch weiß ich ziemlich genau, was passiert, wenn ich was tue. Und da kriege ich auch richtig kalkulierte Ergebnisse raus. Bei dem neuen bin ich noch so ein bisschen vor der Wundertüte. Aber das macht es ja auch spannend. Ich brauchte dann eine neue Herausforderung, wo was Unvorhergesehenes passiert. Und das ist auch so. Wie lange dauert so ein Brand? Also wir brennen bis zu 22 Stunden an einem Ofen, je nachdem. Da sind ja so Brennkegel drin, die dann anzeigen, wo die Temperatur im Material selber wirklich ankommt. Zusätzlich haben wir natürlich so ein digitales Pyrometer, was die Lufttemperatur im Ofen anzeigt. Aber wichtig ist halt, dass die Ware selber im Kern auch diese Temperatur bekommt, auch für die Frosthärte und vor allem auch für die Farben. Und wenn man es nach 20 Stunden schon geschafft hat, ist gut. Und meistens machen wir dann noch 2 Stunden eine Reduktionsphase. Das heißt, wir fahren den Ofen so knapp, dass er ganz leicht raucht und die Flamme oben rausguckt aus dem Schornstein, weil dann weiß man, es wird noch mehr Sauerstoff aus der Ware rausgezehrt. Und das macht dann die fantastischen Farben, die es vom Elektrobrand unterscheidet. Ne? Wir sind hier am Ofen. Das ist mein neuer Ofen. Da vorne steht noch der kleine. Den zeigen wir später auch noch. Und das ist vom vorletzten Brand eine Schale, die im Ofen dann kaputt geknallt ist, also zerbrochen ist. Aber hier sind halt fantastische Oberflächen drauf, deshalb wollte ich das mal zeigen. Das ist ein eisenhaltiger Ton und da war nur etwas zusätzliches Eisen drauf. Und alles, was jetzt hier so an Farben entsteht, ist halt wirklich durch das offene Feuer entstanden und durch die Asche. Und das wirkt auf Entfernung, wirkte sehr unifarben. Aber wenn man genau hinschaut, ist es voller Farbenpracht und ganz dezent, also wunderschön für Bonsai. Und diese aufgeworfene Struktur, dass es etwas matt und etwas rau wirkt, kommt dadurch, dass in der letzten Phase des Brandes bei Höchsttemperatur 1300 Grad nochmal der ganze Ofen voller Holz gestopft wird. Dann werden die Türen verschlossen und auch der Schornstein. Und dann entsteht ein Überdruck, wodurch dann die
zu dem Zeitpunkt flüssige Oberfläche sich erschreckt und noch mal ein bisschen aufwirft und sich dann diese kristallartige Struktur bildet, die so ein bisschen ja, wie aufgeworfenes Wasser wirkt. Ne, das ist so eine Besonderheit durch das Brandende, was man dann bestimmen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel hingeht und sagt, man lässt das anders ausbrennen, entstehen ganz andere Oberflächen. Das zum Beispiel ist jetzt eine große Schale aus dem letzten Ofen, wo sehr viel, das war der Hauptpunkt, wo die Asche drauf fällt. Das ist alles Eichenasche. Und hier sieht man, dass wir hatten eine Temperatur von ungefähr 1330 Grad an diesem Punkt. Die Asche ist geschmolzen, hat diese Tränen auch gemacht. Das ist eine ganz klassische Ascheglasur, Seladon, wie sie auch in japanischen Anagama-Öfen entsteht. Und wo die Rückseite dann ist, war die Flamme eben nicht als und die Asche nicht direkt drauf getroffen ist, entstehen dann solche Farben in der Rückseite. Dadurch hat auch jede Schale aus dem Holzbrand immer zwei Seiten oder vielleicht sogar noch mehr manchmal. Das heißt, kommt drauf an, wo du die Schale platzierst. Absolut. Ne? Im Ofen hast du eine andere Oberfläche. Also wenn ich ein bestimmtes Ergebnis haben möchte, muss ich es vorher wissen und auch entsprechend die Schale da im Ofen platzieren, wo denn das passiert. Wenn man Schalen in geschützte Ofenbereiche stellt, kriegen sie keine Asche ab, aber trotzdem nagt die Flamme an ihnen. Das heißt, überall, wo zum Beispiel diese Umschwünge sind, sieht man, wo die Flamme hergezogen ist und wo nicht. Das heißt, auch die Flamme und die Abgase, auch wenn keine Asche mehr drin enthalten ist, zeigen ganz deutlich, was im Ofen direkt passiert ist. Ne? Und von unten sieht man immer, wie die Flamme gezogen ist, also welche Flammenrichtung da war. Weil hier waren diese Trennstücke dazwischen, damit sich nichts verklebt. Und dann sieht man die Fahnen, wie die Gase geströmt sind. So erzählt dann jede Schale auch von dem Brand, in dem es gewesen ist. Das sind die Brennkegel. Die befinden sich hinter einem Stein, den man rausnehmen kann, in der Ofenwand. Und dann kann man sehen, wie heiß der Ofen gewesen ist. Und hier sieht man, dass alle Kegel bis auf den letzten geschmolzen sind. Der letzte ist jetzt so bei 3 Uhr. Und deshalb kann man genau sagen, dass in der Ware eine Temperatur von 1298 Grad war, sage ich mal so. Also wenn der jetzt unten aufditschen würde, wären es 1304. Dieses Set an Kegeln stand aber nicht ganz oben. Das Set, was ganz oben im Ofen stand, an der heißesten Stelle, sah so aus. Also wir haben locker 1330 da gehabt, wenn nicht sogar mehr, weil alles einfach platt ist. Wie hast du dir das Töpfern beigebracht? Ja, als ich mit Bonsai anfing, fand ich viele Schalen nicht schön und war dann bei einer jetzigen Freundin, damals noch keine Freundin, die Bonsai machte, aber auch eben töpferte. Das war eben diese besagte Frau, die auch in Japan das gelernt hat. Und die Schalen von ihr fand ich nun von der Oberfläche ganz faszinierend. Und dann hat sie gesagt, ja, mach dir doch deine eigenen Schalen, komm mal vorbei. Es gibt in der Kunstschule hier in Osnabrück gibt's einen Kurs für Erwachsene abends, wo man frei arbeiten kann. Und zusätzlich wird einmal im Jahr so ein Holzofen gebrannt. Und da habe ich mich dann eingeschrieben und angefangen. Die ersten Grundlagen gelernt, aber dann habe ich mich eigentlich autodidaktisch den Rest dann beigebracht und durch diese Ofengemeinschaft auch Leute kennengelernt, die dann auch sich damit beschäftigten. Und als dieser Ofen dann eben nicht mehr verfügbar war zeitweise, habe ich dann mir einen eigenen Ofen, einen eigenen Standort gebaut, weil ich da nicht mehr drauf verzichten wollte. Und die ersten Schalen habe ich für mich selbst gemacht, also die noch nicht so geklappt haben. Und später fragten dann Freunde, ja, willst du nicht mal mir auch eine machen? Und das ist dann so gewachsen eigentlich. Ich bin so ein bisschen reingerutscht, wie das Süchtigen so passiert mitunter. Du hast vorhin schon gesagt, du warst früher Musiker. Ja. Du warst ja nicht nur Musiker, du bist Produzent. Wie kommt man dann jetzt zu Bonsai und zum Herstellen von Schalen? Schalen, das war so eine Zwangsweise ein Behelf, weil mir die zu kaufenden nicht so gut gefielen oder zu teuer waren, je nachdem. Und das zum Bonsai selber bin ich gekommen, weil mit der Musik es auch so einen Bruch gab, wo ich selber nicht mehr als Musiker aktiv tätig war, sondern
in die zweite Reihe getreten bin als Produzent und Studiobesitzer und so weiter, als Ingenieur und auch als Schreiber, aber eben nicht mehr selber auf der Bühne stand. Das war auch so ein bisschen so ein Umbruch in meinem Leben. Und dann dachte ich mir, da ich mein Leben lang nur Musik gemacht hatte, jetzt musst du mal ein Hobby haben. Dann habe ich mir wirklich bewusst ein Hobby gesucht und das fiel auf Bonsai. Und dann bin ich zu unserem jetzigen lokalen Club gegangen, zu einem Clubabend. Und dann waren die so nett und haben dann, am nächsten Tag war gleich ein Ausflug, mit ein bisschen Genehmigung hatten sie besorgt, dass man irgendwie mal eine Rotbuche ausbuddeln kann am Waldrand. Und dann habe ich meine erste dreijährige Rotbuche ausgebuddelt und war stolz wie Oscar, dass ich jetzt meinen eigenen Baum habe. Und dann nahm das so seinen Lauf. Du hattest vor einigen Jahren auf der Gafu 10 mit deinen Schalen teilgenommen und auch da gleich einen Preis gewonnen. Wie kam es dazu, dass du dort ausgestellt hast? Das kam so, dass dass Ursula Funke, die ich gar nicht kannte, sondern sie kam mal vorbei, wollte sich mal meine Schalen angucken. Sie hatte das irgendwo in einem französischen Magazin gelesen, dass ich Porzellan mache. Und dann waren sie hier genau an diesem Tisch zu Besuch und wir haben eigentlich nur uns über alle möglichen Sachen unterhalten. Und dann kam dabei raus, dass ich irgendwann erzählte, dass ich mal vorhätte, weil ich wusste, dass der Stone Monkey mal bei der Gafu 10 auch mal einen Preis gewonnen hatte als erster Europäer oder als erster Nicht-Asiate. Und dann dachte ich mir, ja, das wäre auch noch ein Traum von mir. Und dann sagte sie, ja, sie würde Tomohiro kennen. Sie hatte mir angeboten, mal einen Kontakt für mich zu machen. Und dann kriegte ich ein Anmeldeformular aus Japan, auf Japanisch. Aber allerdings mit der netten Geste von Tomohiro, dass er dann sagte, ich kann auch das in Englisch, das und das sind die Fragen, schreib das einfach. Und dann haben wir aber nichts weiter davon gehört. Aber mündlich klang das wie eine Zusage. Und dann sind wir wirklich zusammen nach Japan gefahren, zu dritt, also meine Frau Ursula und ich. Und haben da persönlich die Schalen vorbeigebracht und sie standen da tatsächlich. Ich wusste eigentlich, weil ich nicht Japanisch spreche, bis zum Tag der Eröffnung gar nicht, ob das alles nun geklappt hat. Wir hatten einfach nur eine so eine Hintertür abgegeben. Und dann standen sie da wirklich und dann habe ich mich total gefreut. Und dann sagte aber irgendjemand, da würde ja so ein komischer Stab daneben stehen. Da steht da was drauf. Und das wäre ja eigentlich das Zeichen dafür, dass das auch einen Preis gewonnen hat. Und das habe ich gar nicht geglaubt. Und dann hat es noch einen halben Tag gedauert, bis wir erfahren haben, was da drauf steht, weil wir hier niemanden kannten, der das uns sagen konnte. Und so kam das dann raus, dass das die Silbermedaille war. Und das war natürlich fantastisch. Und mir hätte es ehrlich gesagt auch gereicht, überhaupt daran teilnehmen zu dürfen. Aber das war natürlich fantastisch und hat dann auch richtig eine Urkunde und wurde wieder eingeladen. Und dadurch gibt es da jetzt auch. Inzwischen war ich schon dreimal da und es ist natürlich eine tolle Erfahrung. Glückwunsch von uns noch. Danke, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften heute. Ja, sehr gerne. Und